Und in weiter geht's in Horizon Zero Dawn. Ja, es heißt nicht Gaufang, so wie ich vermutet habe, sondern Graufang. Ich sollte meinen Fokus einsetzen und sehen, was er findet. Gut, machen wir. Da. Okay, also, wie fangen wir mit diesem Abschiedsding an? Wir sind vielleicht die letzten Menschen, die das hier je sehen. Ja. Deswegen ja auch die Songs. Okay. Drücke. Warum? Laura, okay, also wir fangen mit diesem Abschiedsding an. Shelly, Mann, wir sind vielleicht die Letzten, die das hier sehen. Laura, ja, deswegen ja auch der Song. Nachricht, lieber niemand. Wie ich das sehe, wird das nämlich niemand lesen. Heute sind die gruseligsten Typen mit dem Widerling Blevis aufgetaucht, um unsere Arbeitsplätze zu vermessen. Um nächste Woche installieren sie Pharo-Servitoren und unsere Arbeit erledigen. Auf Wiedersehen, Shelly. Auf Wiedersehen, Laura. Bis niemals. Ich hoffe, dir gefällt der Mindestlohn. Oh Mann, es wird so seltsam sein, diesen Ort lebwohl zu sagen, als Quentin uns uns trennten. Hatte ich nur noch das hier. Gott sei Dank für diesen Job, bei dem ich vor einem Konsole sitzen. Was? Bei dem ich vor einer Konsole sitzen, Knöpfe drücken und den ganzen Tag weinen konnte. Deshalb mache ich das auch, glaube ich. Die Tapes von unseren Proben im Damm verstecken. Diese Tapes sind unsere Erinnerungen, unsere Geister, die sie können, wir diesen Ort heimsuchen und ein wenig menschlich halten. Ich saß in diesem Kontrollraum, als Laura hereinkam und einen alten Probeverstärker und eine Gitarre mitbrachte. Shells sagte sie, Mädel, ich habe mir die Baupläne von diesem Ort hier angesehen und den perfekten Proberaum gefunden. Die Akustik hier drin, echt abgefahren, im Sinne von halt durch das ganze Tal abgefahren. Ernsthaft, du nässt dich ein, wenn du das siehst. Ich weiß noch, wie ich fragte. Proberaum? Parcel Shelly. Ja. So. Dann gucken wir mal hier. Aha. Bunkertür. Noch ein holographisches Interface. Muss eine Art Code sein. Ein Teil fehlt. Ja. Ohne das komme ich nicht rein. Nö. Absolut nicht. So. Gucken wir mal. Oh, was haben wir denn da? Sturmfehlfunktion. Drainagesystem offline. Das heißt, der Großteil der Anlage steht wohl unter Wasser. Hm. Wie ist das passiert? Ja, kann ich dir auch nicht sagen. Aber wir werden es rausfinden, auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Was ist hier gewesen? Ist doch noch nicht lange her. Nö. So, Tür aufstemmen. Oh, da schreit einer. Okay. Ja, irgendwie, ne? Ja, ist ja gut. Aha. Oder? Nee, ist klar. Deswegen kann ich auch reden, du Trottel. Wärst du ein Schnappmaul, würdest du es mir nicht sagen? Nee, nicht wirklich. Oh! Wer ist er denn? Geht es dir gut? Gildun. Du weißt nicht, wie sehr ich mich jetzt freue. Okay. Ich dachte schon, mein Feuer wäre erloschen. Meine Schmiede erkaltet. Aber nein, nein. Nicht der alte Gildun. Dann... Okay. Bitte. Warte. Nochmal von vorne. Was tust du hier unten? Entschuldigung. Wenn man mit sich selbst spricht, kann man die Reihenfolge beliebig abändern. Da ist ein Artefakt in dem Lagerraum und ich muss es einfach haben. Doch wie du vielleicht merkst, geht die Tür nicht auf.
Ich habe eins von diesen rundlichen, ringartigen Dingstars von der Wand genommen. Kein Glück. Also habe ich es mit diesem Knopf versucht. Noch weniger Glück. Durch meine sanften Versuche lief die Kammer dann voll. Ein bisschen. Ja. Ich drückte den Knopf nochmal, vielleicht zu enthusiastisch. Funken und Rauch. Offenkundig kam ich zum Forschen her. Meine sachten Schritte auf der Brücke haben vielleicht zum Einsturz beigetragen. Als die Brücke zusammenbrach, habe ich möglicherweise aus praktischen Gründen dieses Ringding dem Wasser überlassen. Als ich bereit war aufzugeben, war die Tür hinter mir geschlossen. Und daher sind wir wieder im Jetzt angelangt. Okay. Du sagtest etwas über ein Artefakt? In der Tat. Der Lagerraum quillt nur so über vor Schätzen der Alten. Aber einer sticht besonders heraus. Ein filigranes Spiegelglas. Ich habe so etwas nur einmal gesehen. Meine Mutter brachte eins mit aus dem Ort, wo sie gewesen war. Ich weiß noch, wie ich es hielt und hineinschaute. Mich sah und meine Mutter gleich über mir lächelnd. Und eins dieser Spiegelgläser ist im Lagerraum? Oh, ja, ziemlich sicher. Ich spähte in diese dunkle kleine Kammer und da war es. Ich wollte schon so lange eins finden, ich... Ja, diesmal ist es eins. Okay. Ohne noch einen Ring kommen wir auf keinen Fall in diesen Lagerraum. Er gehört zum Schließmechanismus, der die Tür steuert. Was du nicht sagst. Na, das ist doch großartig. Fabelhaft sogar. Du hast zwei Hände. Ich habe zwei Hände. Perfekt. Die Retterin, meine Rettung. Und wenn du magst, warum nicht? Natürlich. Meine Komplizin. Gemeinsam ist der Ring schon fast unser und mit ihm der Lagerraum und seine Beute. Ist dir der Ring nicht ins Wasser gefallen? Tja. Ich gebe zu, das sorgt für eine bisher unbekannte Komplexität unseres Vorgehens. Unser was? Du hast den Knopf gefunden, der die Wasserzufuhr steuert. Reiner Zufall. Und ihn dann zerstört. Auch reiner Zufall. Ach so, rein zufällig. Das Bedienfeld ist wohl die einzige Möglichkeit, das hier abzuschalten. Das wird nicht einfach. Der Lagerraum ist voll. Von oben bis unten. Wärst du überrascht, dort zu finden, was du brauchst? Ich wär's sicher nicht. Okay. Na gut, ich helfe dir. Also, wir müssen den Ring ersetzen und in den Lagerraum kommen. Ich repariere das Feld und schalte alles ab. Und ich kann endlich dieses Spiegelglas an mich nehmen. Okay, Gildun. Wie kommen wir an diesen Ring? Zwei Paar Hände, Mädchen, zwei Paar Hände. Hinter uns liegen zwei gigantische Tore, doch ich glaube, sie müssen zeitgleich geöffnet werden. Zusammen können wir diesen Ort trockenlegen. Dann sollten wir damit anfangen. Sollten wir besser. Gut, ist doch prickelnd. So, jetzt gucke ich erstmal. Machen wir das. Und das. Halt. Okay. Dann schauen wir mal. Starke Strömung. Ja. Da vorne, nee. Kleine, siehst du die Ventile? Wird Zeit, dass wir loslegen. Ja. Ich übernehme das hier. Auf der anderen Seite ist ein Ventil, das das Tor einrastet. Könntest du vielleicht rübergehen und das übernehmen? Ja, ich bin gerade dabei. So. Erinnert mich an ein Abenteuer von mir nahe der Tannen. Eine steinerne Ruine, baumhoch und bergbreit. Der Koloss hatte 13 Ebenen. Keine Wände. Nur große Säulen. Das Gewicht der Ebenen hoch. Okay. So, komme ich hier rein? Jo, aber eigentlich tut mir das nichts. So. Man hört's kaum, ey, schade. Gucken wir mal, wie wir so weiterkommen hier. Ne. Moment. Nein, hier kommen wir nicht weiter. Aha. Ja,
Wasser runter. Abgestandenes Badewasser. Ja. Ja, wieso? Kannst du auch mal versuchen. Vielleicht wirst du ja sauber dadurch. Aber hier ist auch nichts. Man kann ja wenigstens mal gucken. Oh, halt. Nur nicht zu schnell. Okay. Halt! Nein, ist nichts. Moment. Da ist nichts. Nein, da kommt man nicht durch. Durch irgendwas. Ich wusste es. Und jetzt dreh ordentlich am Ventil. Geht klar. Ja. Machen wir. Ich komme hier nirgends mehr hin. So. Noch ein wenig und das verflixte Tor müsste sich endlich bewegen. Müsste. Ja, das Tor müsste jetzt runterkommen. Du hast recht. Wenn ich das Tor runterkriege, musst du das Ventil wieder drehen. Somit das Teil einlassen. Gut. Machen wir. So, dreh, Eli. Sauber. So, erste Stufe. Ein Tor unten. Schon halb geschafft, oder? Zum zweiten Tor. Moment. Eine Leiter ist was sehr Besonderes, Kleine. Sie wird dich genau dorthin bringen, wo du hin musst. Und okay. Ach so, okay, na, sorry, ja, hier waren wir schon, hier kamen wir ja her. Na, klasse. Okay. Ich sehe mich mal ein bisschen um, vielleicht finde ich was. Nee. Ich glaube, von hier erreiche ich die wackelige, rostige Plattform. Ach so, halt. So geht's vielleicht drauf. Moment, muss ich mich nicht von der Kante fallen lassen? So ist es richtig. Aha. Gut. Oh. Moment. Muss ich daher? Aber hier kann ich doch gar nicht. Jo! Diese Strömung, sie ist zu stark. Ist nicht so erfrischend, wie es aussieht. Nee. Dahin. Okay. Oh, brennende Schmiede. Vorsicht, nicht, dass du noch in der Ruine ertrinkst. Darüber. Mache ich gerade was falsch? Nein, alles richtig. Nett! Was sage ich alles da? Richtig. Das Umwerfen! Ich habe noch nie solch todesverachtenden Wagemut gesehen. Ja, ne? Danke, glaube ich. So. Sekunde. Ah, hier haben wir noch was. Was zum Quatschen. Fertig! Aha. Wir brauchen einen. Hat er dann 1, 2, 3, alles an. Moment. 1, 2, 3, Verräter, das seid ihr, wie ihr tickt. Shelly, warte, halt, halt mal, hab den Text vergessen. Laura, Mensch, Shells, es fing so stark an und dann ist alles implodiert.
Shelley, naja, ich halt meine Art also. Laura, nein, nein, nicht Dramatisches. Wir gehen anders an. Bandname, wir brauchen einen. Nachricht, lieber niemand. Als ich den Job annahm, mussten sie ein Trainingshologramm schauen. Ich erinnere mich an vielleicht 2% davon. Irgendwann begrüßte mich das Hologramm in den Damm-Familie. Ich dachte mir erstens, dass es eine verpasste Gelegenheit war, weil sie das Ganze nicht Damm-Familie genannt haben. Und zweitens, dass ich es ziemlich lächerlich fand, irgendeinen meiner Arbeitskollegen als Familie zu betrachten. Aber eines Tages sah ich mich um und nach der Automatisierung von 6 Leuten waren nur noch Laura und ich übrig. Und ich unterschrieb Papiere zur Auflösung meiner eingebildeten Scheinfamilie. Und plötzlich erzählte man meiner letzten Kollegin Augenbrauenwitze, zeigte mir Bands, von denen ich noch nie gehört hatte, und munterte mich auf, wenn ich weinte. Es waren schöne Zeiten, als ich nur uns Zweien gab. Wir hatten diese Thementage. Einmal waren die Schleusentore offen und wir legten Strandtücher und die Stiege in den Zuflussturm, wo wir diesen aufblasbaren Strandball herumschlugen, den ich aus irgendeinem Grund in meiner Wohnung hatte. Laura hatte mir den Notfall-Lautsprechersystem herumgespielt und klassische Surf-Rock-Songs eingespeist. Wir haben uns sogar Sonnencreme auf die Nase geschmiert. Laura nannte es eine konkrete Beach-Party. Ja, als Laura von Bandnamen sprach, wusste ich ziemlich schnell, dass das unser Name werden würde. Concrete Beach Party. Es gab eigentlich nie eine andere Option. CBP. Ja, genau. Na, läuft doch. So, also, dann wollen wir mal gucken. Du bist direkt über mir. Schick mir die Leiter runter. Ah, Moment. Die Leiter. Vorsicht da unten. Ja. Und nun kommt der Knaller hoch, ja. Und nun? Wir haben doch schon Erfahrung damit. Das sollte ein Kinderspiel sein. Ich muss da Übernimmst rüber. Du das Ventil auf der anderen Seite? Wenn es auf der Seite genauso ist, sollte hier ein Zugangstunnel sein. Ja, aber nur wenn. Das ist ja nur wenn. Wenn das wird, wenn ich wäre. Genau das gefällt mir. Wäre ich heute Millionär. Ja. Millionen Dinge. Ja, ist nichts. Okay. Das ist ja nicht ohne hier. Nein. Wie gesagt. Aber nicht gestorben, man ist also nicht gestorben. Okay. Hier bin ich nicht richtig. Moment, was habe ich jetzt nicht gesehen? Ah, ich sehe es. Gildung. Genau, Gildung. So sieht's aus. Gildung ist einfach nicht eigentlich ein guter Mensch. Ja, nein, er ist ein guter Mensch. Doch, finde ich schon. Er ist wirklich ein guter Mensch. Was ist das hier? Hier ist nichts. Gut. Dann können wir hier runter. Eureka. So. Sonst noch was hier. Runter. Jetzt müssen wir noch tauchen. Schwimmen. Ja. So. Medizinbeutel. Beutel ist voll. Ich werde das später ausschütteln. Okay, ja, Gildon, genau. Du kannst drehen. Wie? Achso. Es funktioniert nicht. Mist, das Ding ist zu schwer. Schau mal bitte hinter mich. Siehst du was Großes und Kaputtes? Ja. Ich finde... Ach du Schande. Hoffentlich geht nichts kaputt. Ach so, okay.
Hallo? Kannst du da mal rüber? So. Ein Teil des Gegengewichts scheint abgebrochen. Wenn ich hochkomme, reicht vielleicht mein Gewicht, damit es sich wieder bewegt. Warte, okay? Ich habe einen Plan. Ja, einen Plan habe ich auch, aber... Was? Ah, abseilen. Nein, nein. Ja. Und runter. Ja. Jetzt? Bestimmt da wieder rüber. Da. Oder da. Ah, ich sehe es gerade. Ja. Ist tief genug zum Springen. Du schaffst das! Mach doch ja. So einen Wahnsinnssprung! Ja. Verriegle das zweite Tor. Mach ich doch glatt. Wir können loslegen. Das ja. War ein Augenblick, wie du von Rostrohr zu Rostrohr gesprungen bist. Es ist noch Wasser da, aber seicht genug, oder? Also das... Gute Frage. Tja, jetzt kann ich wenigstens schwimmen. Stadtmaul! Ein Stadtmaul! Ein ja. Sehr, sehr großes Stadtmaul! Wo ist er denn? Ich sehe es, Gedun! Sehr groß! Sehr, sehr groß! Sei einfach nicht im Weg! Nein, nein! Oh. Ich zeige euch das kurz, was ich meine. Diese Sammelobjekte. Nee, Quatsch. Diese Sprachmemos, Datenpunkte, richtig. Die hier und das. Ich hoffe, ich finde die noch. Und die hier, die ganzen Welt. Ich will die alle haben. Ich will das Spiel, aber das werde ich wahrscheinlich. Ja, komplett offline machen, wenn ich. Das Spiel durch habe und das Let's Play beendet habe. Ja, auf jeden Fall. Das werde ich wahrscheinlich so machen. Ist da irgendwas? Nee. Weil tauchen kann man ja hier nicht mit Aloy. Was mich wundert. Ja, und das Schnappi-Maul. Genau. So. Zong. Du hattest recht. Und da hab das Teil was. Hat den Ring verschluckt. Das ist die Helio-Intuition. Ich sie lässt mich nie im Stich. Wir sind nicht mal im Bergmeeting. Umständlich. Das sind aber so bestimmt. Ach, egal. Zum Lagerraum. Zum Bunte. Aufkleber. Man ist erst eine richtige Band, wenn Leute Regierungseigentum mit deinen Sticker für uns stellen. Kollege, ich wurde gebeten, euch zu erinnern, dass als irrelevant eingestufte Gespräche im Servitorentraining unerwünscht sind. Was meintest du über Verunstaltung von Regierungseigentum? Aha, so, dann müssen wir mal weiter gucken. Lesen, okay, wir sind nicht mal im Bandmeeting, Das zählt doch als Probe, stimmt's? Fankram, wir brauchen Fankram. Laura, Aufkleber. Man ist erst eine richtige Band, wenn man Leute Regierungseigentum mit den Stickern verunstaltet. Servitor, Kollegen, ich wurde gebeten, euch zu erinnern, dass als irrelevant eingestufte Gespräche im Servitoriumstraining unerwünscht sind. Chili, was meinst du über Veranstaltung von Regierungseigentum? Nachricht, lieber niemand.
Wir haben diesen Servitor eine Stunde lang mit unseren Stickern vollgeklebt. Naja, ich sagte Sticker. Es waren Klebezettel von meinem Schreibtisch. Wir haben die Optik und das Design von anderen Bandlogos geklaut und um den Namen kleine Totenschädel und Blitze und gebrochene Herzen gemalt. Ist ja nicht so, als hätten wir wirklich etwas zu tun gehabt. Am Anfang wurde uns gesagt, wir wären Vor-Ort-Berater, die einfach ihrer Arbeit nachgehen sollen, damit die Servitoren uns nachahmen können. Aber die Widerlinge vor der Regierung oder von Unternehmen kommt wohl auf dasselbe raus. Ignorieren uns entweder oder schreien uns an, dass wir im Weg sind. Der komische ovale Kopf des Roboter-Dings dreht sich ständig in unsere Richtung und er fragte die ganze Zeit, Hallo, ist das relevant für mein Training? Während wir uns bemühten, seiner Sichtlinie auszuweichen, seine glänzende Hülle mit Klebezetten verunstalteten und versuchten uns gegenseitig vom Kichern abzuhalten. Danach stellte sich Laura direkt vor ihn und sagte, Servitor, das ist jetzt sehr wichtig. Blevins wird folgendermaßen begrüßt, okay? Das ist ein Zeichen großen Respekts. Ob der Servitor Blevins wirklich den Mittelfinger zeigen wird, vermutlich nicht, oder? Aber man wird ja noch träumen dürfen. Der kann mich mal. Shelly! Tja, kleine Rebellen. So, dann gehen wir mal da lang. Und... Nö, sonst ist hier nichts mehr. Moment. Da ist eine Tür. Wir haben so viel Wasser abgelassen wie nötig, aber ob ich den Damm ganz ablassen könnte? Versorge. Ach so, ich muss die. Wieso? Die Tür ist doch mit Strom versorgt. Okay, komm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch kann oder ob das so vorgesehen ist, weil der steht immer noch da unten, ne? Oder? Ich probiere mal was. Mal gucken, ob das geht. Ja, ich habe keine Ahnung. Oh, ist jetzt schon wieder so weit?